Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Demon's Souls, der 13. Folge mittlerweile. Und ja, wir sind im Hoffnungskerker, im Gebiet 3.1. Und ja, haben uns schon ein bisschen vorgekämpft. Ist gar nicht so einfach hier, muss ich sagen. Die komischen Tentakelviecher da, hey, die hauen ganz schön Damage raus. Also, wenn die dich zweimal treffen, ist halt auch vorbei. Aber mit dem Schwert gehen die eigentlich ganz gut, wenn sie denn den Rücken gedreht haben. Also da muss man ein bisschen schauen. Aber das kriegen wir schon hin, würde ich sagen. So, hier ist jetzt erstmal nichts mehr. Da drüben scheint Loot zu sein. Ich hoffe mal, sie jetzt auch kein Gegner. Also erstmal zumindest nicht. Gut, Leute, dann weiter geht's. Hier kann man wahrscheinlich abkürzen oder so. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Weiß nicht, was das hier oben sein soll. Probieren wir es nochmal mit dem Bogen. Vielleicht können wir den ja doch irgendwie da runterschießen. Ah, okay. Die Ketten müssen wir schießen, Mage. Da gab es nämlich ganz am Anfang auch noch so ein. Klares Wasser. Was ist das? Klares Wasser. Seltenes leuchtendes Wasser, das wegen seiner magischen Eigenschaften verarbeitet wurde, stellt mit der Zeit einen Teil der MP wieder her. Diese Mixtur soll ihren Ursprung angeblich in den Tiefen unter den Überresten eines uralten Schreins haben, okay. Hä? Witwenlotus. Ist gegen Seuchen. Mich wissen, was die komischen Gefäße da sind. Für irgendwas. Da ist ein Schlüssel. Hoffnungskerker Schlüssel E3. War jetzt hier nochmal irgendwas zum Aufschließen? Ich glaube, hier war aber alles offen auf der Seite. Wir haben ganz am Anfang haben wir ja noch so eine Tür, die nicht aufging. Und hier ist alles offen, okay. Inschrift lesen. Hoffnungskeller Ost E3. Ah, die eklig. Alter, die hauen hier durch. Dann nehmen wir lieber gleich mal was. Blöd ist, dass die immer offen bleiben, die blöden Türen hier.
Gib nicht auf. Ja. Ich probiere es. Okay, hier geht's nicht weiter. Okay. Dann gehen wir mal zum Anfang zurück und schauen mal, da war nämlich noch eine Tür, die wir zum Anfang nicht aufbekommen haben. Vielleicht geht die jetzt auf mit. Wir haben ja zwei Schlüssel jetzt gefunden. Und ja, eventuell können wir da was aufmachen. Ja, bloß aufpassen, dass hier wieder die komischen Idioten draußen sind. Ja, genau das habe ich gemeint. Boah. Hier ist unser Keilstein. Genau, die Tür habe ich gemeint. Könnt ihr mal echt in die Kommentare schreiben, ob diese komischen Gefäße da oben, ob die für irgendwas gut sind. Oder ob das nur Deko ist. Weil irgendwie kommen mir die komisch vor. Man muss aufpassen, dass diese ein komisches, ekelhaftes Vieh ist. Nachricht lesen. Hol mich hier raus. Ich muss erst mal schnell schauen. Ob hier irgendwas angekrochen kommt, wenn ich hier drin bin. Königslotus. Irgendwas machen mit dem? Hier raus.
Königslos, was war denn das nochmal? Wirkt gegen Gift, okay. Kann hier aber nichts machen. Okay. Dann wechseln wir nochmal. Aber ein bisschen mehr Magieschaden. Also hier war jetzt aber noch nichts mehr, oder? Merkt schon, ich bin da irgendwie ein bisschen zu ängstlich, immer in so einen Räumen, weil ich immer nicht weiß, ob da aus irgendeiner Ecke was rausgekrochen kommt. Hier ist jemand gestorben. Sehe ich irgendwo Gegner? Ja, sieht nicht so aus. Okay. Machen. Ich denke, wir brauchen auch wieder irgendwie so Schlüssel. Hier ist keiner dran. Wow! Okay, aber die ist auf jeden Fall schon mal down. Die ist auch kein Schlüssel drin. What the fuck? Alter! Aber wir kriegen schon mal das blöde Gewürz. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist für unsere Mana. Die konnten wir noch nicht machen.
Ja, aber ich glaube, dass man sich hier schnell verirrt. Wobei es natürlich, glaube ich, Gewohnheitssache ist. Wenn man hier mal öfters durch ist, dann glaube ich, wird es leichter. Ach du Scheiße. Vorsicht, Gefangene weiter vorne. Da ist ein Schlüssel. E4, okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber erstmal schnell zurück. Weil wir wollten da vorne noch mal rein. Obwohl, hier können wir auch mal schauen, ob wir das jetzt hier aufkriegen. Spiondolch. Klauen. Was ist denn das? Können wir alles noch später mal anschauen. Okay, müssten wir jetzt eigentlich alles offen haben, oder? Alles offen sein. Na, hier sind wir gekommen. Genau, das war der Nebel. Dann gehen wir noch mal rüber. Hier haben wir aufgemacht vorher. Genau. Hier, glaube ich, war nichts mehr. Die Schreie im Hintergrund heftig. Ich
Genau, hier war der Durchgang. Okay, hier ist nichts. War nichts drin. Warum nicht? Aber hier gemacht. What the fuck? Okay, hier schätze ich mal, wird ein Gegner drin sein. Okay, vergiftet. Was denn? Warum geht das nicht? Das hier. Das Falsche genommen. Meine Güte. Okay, Königslotus. Hat noch was Seuchen. Soll ich das wissen? Tun aber trotzdem mal den da weg. Heftig. Okay, dann müssen wir uns den Laufweg anschauen. Wie weit geht die? Geht darüber. Okay, da dreht sie um. Alles klar. Okay. Zeit herunterzufallen. Nee, das machen wir dann nicht. Müssen wir eigentlich hier vorne durchkommen? Ah, okay, jetzt sind wir hier. Alles klar.
Aber da unten ist ja nichts, oder? Ne, da unten waren wir schon. Ja, spannendes Level. Ei, die Witzka. Hier ist kein Schlüssel. Hier ist auch keiner. Irgendwie ein Shortcut wäre jetzt nice. Alter! Okay, das waren zu viele. Okay, aber wir können nämlich gleich hier hoch. Das ist doch schon mal was. Hier hatten wir eh übersehen gehabt. Das ist hier natürlich offen, ne? Na, hier glaube ich ging es nur runter, oder?
Der tut uns nichts normalerweise. Okay. Alter. Das trifft mich normalerweise nicht. Aber da muss ich aufpassen, weil hier ist frei. Ich sehe einfach gar nichts. Streben, das ist ein bisschen Scheiß. Hüte dich vor feindliches Gift, okay.
Das ist ja das Problem, wenn man da auch gar nicht zurückspringen kann. Ring der magischen Schärfe, cool. Haben wir jetzt alles offen? Ja. Wir schauen uns mal den Ring an. Und zum EP erhöht Feuerresistenz bräuchten wir jetzt eigentlich gar nicht. Wir nehmen mal den hier. Aber ich bin halt auch anfälliger gegen den dann, gell? Wahrscheinlich. Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt aber einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid und wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen in Form eines Abos, Kommentar oder auch ein Like. Alles gern gesehen, Leute. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.